Unbeirrt um das Geschehen da unten zog die Sonne am Himmel ihre Bahn. Es wurde heißer und heißer, doch nichts geschah. Viele Leute, die gekommen waren, weil sie sich von Jesu ein Wunder erwarteten, waren enttäuscht. Ein Weib schimpfte. Da leidet und leidet er nur, doch tut er nichts, um seinem Leiden ein Ende zu machen. Andere schrien, löse deine Nägel, steig vom Kreuz herab, tu endlich ein Wunder. Wir haben ein Anrecht darauf, schließlich haben wir an dich geglaubt. Er wollte die Welt retten und kann nicht einmal sich selbst retten. Jetzt zeigt es sich, was er war. Ein Betrüger! Dieser blutig geschlagene Jammermann am Pfahl soll Gottes Sohn sein, dass ich nicht lache. Das waren so einige Meinungen der enttäuschten Menge. Noch nichts Übernatürliches unterbrach den natürlichen Lauf der Dinge. Luzifer sagte, Bruder, die Leute erwarten von dir ein Wunder. Hörst du das nicht? Wenn du schon zulässt, dass sie dich ans Kreuz schlagen, dann hoffen sie, dass du wenigstens wieder herabsteigen kannst. Tust du das nicht? Werden die meisten ihren durch deine Wunder mühsam errungenen Glauben gleich wieder verlieren? Denn am Kreuz sterben, das kann jeder. Dazu muss er nicht Gottes Sohn sein. Ich muss am Kreuz sterben, ich muss, denn wie könnte ich sonst vom Tode auferstehen? Ach, das müsstest du dann auch vor aller Augen tun, so wie du jetzt auch vor aller Augen stirbst und nicht erst später in dunkler Nacht, wo niemand es überprüfen kann. Denn wer es nur durch Hörensagen erfährt, kann leicht daran zweifeln. Ich darf nicht vom Kreuz herabsteigen, denn sonst wird die Schrift nicht erfüllt. Tja, wenn dir die Schrift wichtiger ist, dann bleib eben am Kreuz hängen, wie du willst. Nein, wie mein Vater es will. Ah ja, richtig, richtig. Im Spielbuch stehen dir verschiedene letzte Worte zur Verfügung. Ich will sie dir noch rechtzeitig vorsagen, damit du sie dann vor lauter Gejammer nicht vergisst. Erstens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zweitens, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Drittens, es ist vollbracht. Welches wirst du am Ende sagen? Eins muss das Letzte sein. Auch deine letzten Worte sind dir schon vorgeschrieben. Nicht einmal darin bist du frei. Selbst im Augenblick des Todes musst du Eingelerntes von dir geben. Der erste Spruch ist ein Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht könntest du ihn auch singen, wie David es tat. Jeshua singt noch am Kreuz. Das wäre ein wunderschönerer Abschluss als dein Gestöhne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Spruch macht keinen Sinn. Sagtest du nicht, ich und der Vater sind eins? Nun, wenn ihr beide so eins seid, wie kannst du dich plötzlich von ihm verlassen fühlen? Oder hast du dich selbst belogen? Und ihr seid doch nicht so eins, wie du glaubst. Jetzt lösen sich alle Selbsttäuschungen wie ein Nebel in nichts auf. Jetzt bist du nichts als ein gottverlassener Leidensmann. Während des ganzen Spiels hast du die Leute immer wieder wegen ihrer Kleingläubigkeit gescholten. Wo ist nun dein eigener Großglaube? Jetzt, wo du siehst, dass deine Sache schief geht, ist dein Glaube, dass er selbst Berge versetzen kann, dahin.
Damit gibst du den anderen, deren Glaube kleiner ist als der deine, kein gutes Beispiel. Die drei Worte, es ist vollbracht, würde ich dir nicht empfehlen. Denn die passen nicht. Ersetze sie lieber durch alles vergebens. Denn was hast du schon vollbracht? Wie kann dein Tod am Kreuz eine Vollbringung sein? Statt als Sieger stirbst du als ein Versager. Was haben dir all deine Wunder eingebracht? Der Pöbel schrie, ans Kreuz mit ihm. Tod wollte er dich sehen. Den Mörder Barabbas zog er dir vor. Wie aufgescheuchte Hühner sind deine Jünger auseinandergestoben. Zusammen mit zwei Verbrechern hängst du am Kreuz. Die Leute lachen dich aus. Zu hauchen, es ist vollbracht, wäre glatter Hohn. Da bäumte sich Jesus auf, riss an den Nägeln, so dass sie noch tiefer die Sehnen zertänten. Der seelische Schmerz, den Luzifers Hohn ihm bereitete, war größer als der seiner blutenden Wunden. Schon 3 Stunden hatte Gott seinen geliebten Sohn am Kreuz Blut schwitzen lassen, ohne auch nur das geringste Zeichen von sich zu geben. Erst als die Sonne am höchsten stand und unbarmherzig wie Gott selbst auf das Haupt voll Blut und Wunden herabbrannte, raffte sich der Vater dazu auf, wenigstens etwas von seiner Allmacht spüren zu lassen. Da zu dieser Zeit kein Neumond war, konnte selbst der allmächtige Gott die Sonne nicht verfinstern, wie er es gerne getan hätte. So blieb ihm nichts anderes übrig, als eine dicke, schwarze Wolke vor die strahlende Sonne zu schieben, um auf diese Weise eine Sonnenfinsternis vorzutäuschen. Nur für 3 Stunden hielt Gott die Wolke vor die Sonne. Sobald der Sohn tot war, wie er es gewünscht hatte, ließ Gott die Wolke endlich ziehen. Die hatte ungeduldig schon darauf gewartet. Ungerührt vom Sterben des Gottessohnes strahlte die Sonne dann weiter wie zuvor. Das tat Gott, um allen seine Allmacht zu beweisen. Doch helfen tat er seinem Sohne nicht. Den ließ er seinem blutigen Ende zuleihen. Als die Sonne sich schon langsam zum Untergang neigte, begannen viele der Kreuzigungszuschauer, ihre Körbe und Krüge aufzunehmen, um sich auf den Weg zurück in die Stadt zu machen. Ein Ladenbesitzer sagte wütend, »Ein verlorener Tag! Ich habe meinen Laden geschlossen, um hier ein Wunder mitzuerleben. Ach, nichts. Umdrehen habe ich noch viel Geld eingebüßt. Und alles nur wegen dem dort. Tja. Seine dicke Frau versuchte, ihn zurückzuhalten. Warte doch noch ein Weilchen. Vielleicht will der erst tot sein, um sich dann selbst wieder vom Tod zu erwecken. Das wird dann ein größeres Wunder sein, als wenn er noch lebend vom Kreuz herabklettert. Und wenn er das dann doch nicht mehr schafft, verliere ich noch mehr Geld. Der konnte nicht einmal sein Kreuz tragen. Ein anderer muss das für ihn tun. Von dem ist kein Wunder zu erwarten. Das war vielleicht nur gespielt, damit das Wunder dann umso größer heraussticht. Das spielt er nicht, das leidet er wirklich. Und so packte er seinen leeren Krug und stapfte über Knochenreste den Hügel hinab, ohne sich auch nur einmal nach dem Welterlöser umzudrehen. Luzifer sah Jeschua ins brechende Auge und schüttelte den Kopf. Du leidest ja wirklich? Da hört sich die Kunst des Glaubenmachens auf. Da vergeht mir die Lust am Spiel. Da
Dann lass uns gleich in den Zirkus gehen. Da sterben die Gladiatoren wirklich. Ihr Tod ist echt und endgültig. Der Deine hingegen ist nichts als ein Scheintod. Du stehst ja wieder auf, wie du es oft genug vorhergesagt hast. Auch diese Kämpfer, sobald sie die Arena betreten, wissen nie, ob sie da wieder lebend herauskommen. Denen hilft kein Glaube ans ewige Leben. Die sind ja bloß Menschensöhne. Während du den Vorteil genießt, gleichzeitig zu deinem Menschsein auch noch Gottes Sohn zu sein. Und Jeschua schrie abermals mit krächzender Stimme, denn das Ausatmen verursacht ihm Schwierigkeiten. Da rügte Luzifer ihn. So schreit keiner, der angeblich den Tod besiegt. Nimm dir ein Beispiel an deinen Mitgekreuzigten. Die sehen dem Tod gefasst ins Auge, obgleich sie wissen, dass sie nicht wieder auferstehen. Sagtest du nicht, ich kann mein Leben lassen und es wieder aufnehmen, wann immer ich will? Wie kannst du da von Tod reden? Dein Tod ist nicht mehr, als was der Bühnentod für einen Schauspieler ist. Nachdem der Vorhang fällt, steht er wieder auf. Auf der Bühne wird der Tod überwunden. Da sind alle unsterblich. Ach, Jesus schrie weiter. Da höhnte Luzifer. Jesus, der Leidensmann. Jesus, das Unschuldslamm. Jesus, der Beweis für Gottes Liebe zu den Menschen. Dann rief er gen Himmel, ein Tod am Kreuz, welch eine Schande! Und noch dazu mit zwei Raubmördern. Das ist der Gipfel der Geschmack und Lieblosigkeit. Gott, wie kannst du den Juden erlauben, deinen Sohn so etwas anzutun? Dieses großzügige Blutopfer ist für nichts, das sage ich dir gleich. Da wollte Jeschua seinen Vater verteidigen. Es muss sein, wie es geschrieben steht. Ich bin das Lamm Gottes. Du bist kein Lamm, du bist ein Gott. Auch du hast einen freien Willen und kannst Nein sagen, so wie ich Nein gesagt habe. Mein Wille ist Gottes Wille. Da rüttelte Luzifer am Kreuz. Christus, wach auf! Sei kein Lamm, das sich willig abschlachten lässt. Nicht mein Wille, sondern der meines Vaters soll geschehen. Wie kann ein liebender Vater den Tod seines Sohns wollen? Das schmutzige Zeug im Hirn der Leute wäscht kein Blut rein. Das ist nur gleichnishaft. Das Blut, das dir jetzt am Leibe herabrinnt, ist das nur ein Gleichnis oder wirklich? Dazu schwieg Jeschua. Für menschliche Augen unsichtbar setzte Luzifer sich neben das Kreuz. Unter ihm wollte er nicht sitzen, um zu vermeiden, dass Jesuas Blutschweiß auf ihn herabtropfte und sein schönes Gewand besudelte. Nur einmal streckte er seine Hand aus und fing ein paar Tropfen auf. Aus deinen Wunden tropft mir dein Blut in die Schale meiner Hand. Und jeder Tropfen schreit, vergebens umsonst für nichts. Er tauchte seinen feinen Finger in den roten Saft und fühlte ihn zur Zunge. Wie süß dein Blut doch schmeckt, Bruder. Du hängst am Kreuz und ich sitze dir zu Füßen. In deinem Schatten ist gut Ruhm. Doch fasst er das nicht als Erhöhung auf. Denn am Kreuze zu sterben ist eine Schande und kein Sieg. Da bäumte Jeschua sich qualvoll auf.